Hallo! Hallo! Ja, willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Heute ohne liebe Flamme und dem Blackwing Dave. Die sind irgendwie ein bisschen verhindert. Wir sind heute nur zu fünft und später erstmal wieder zu viert. Und was wir heute konkret vorhaben ist, dass wir, würde man sagen, hier den Boden mal noch ein bisschen weiter ausbauen und vielleicht auch mal noch ein paar Etagen hier irgendwie einbauen für weitere Betten. Das ist ein bisschen scheiße, wenn sieben Leute sich um zwei Betten streiten müssen, außer er steht auf dem Dreier. Und ja, würde man sagen, wir müssen auch unbedingt mal ein bisschen Holz anschaffen, weil uns gehen die Fackeln aus. Wir haben nur noch 160 insgesamt und das ist auf lange Sicht nicht sehr viel. Würde auch sagen, wir teilen uns mal ein bisschen auf, oder? War das jetzt ein Wortspiel? Jo. Dreier und dann anschaffen? Anschaffen? Ja klar, kennst mich doch. Alles geplant. Get it, anschaffen, Dreier, ne? Dreier, anschaffen, okay. Wow. Okay, Karren, der kräft sich ja schon durch die Erde. Ich würde sagen, zwei von euch an die Oberfläche und mal ein bisschen Holz holen gehen. Ja, ich und Sims sind unterwegs. Jo. Gut, ich verzieh mich mal unter die Erde. Obwohl, nachts ist das wohl keine gute Idee, jetzt Holzfarmen zu gehen. Die machen uns fertig. Wie ein Rennig. Die machen euch nicht fertig. Gott sei Dank, letztes Mal besiegt, da werdet ihr wohl so eine Truppi-Mutation. Die kommen als Support mit, die kommen als Support mit. Ah, da kommt der Support. Komm, wir warten auf unseren Support. Hast du auch Heal-Spells? Was für ein Ding? Heal-Spells? Ja, wir sagten, dass wir Schaden fressen. Du bist ein Heiler, du musst heilen. Hallo? Wenn es sich heilen gibt, dann stehst du einfach nur sinnlos in der Gegend. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich mach einfach so viel Damage, dass die Gegner gar nicht zum Damage kommen, dann muss ich genug geheilt werden. Ach, du machst also keinen Damage. Bist du ein Tank oder was? Ja, hallo, der Beste. Ja, tank die mal an, tank die mal an. So. Ach, der Dennis ist natürlich clever, der benutzt den Bogen, um Fleisch zu farmen und ich, Idiot, schlag wie so Bam Bam mit der Keule drauf. Ich wollte was sagen, aber... Da haben wir es doch gelernt. Oh, guck mal, ein Haus. Lebt hier denn noch jemand? Mal, guck mal, Handgranate. Pusht. Nee, ich hab schon leer gemacht hier. So einer bist du, ja? Ja. Ey, warum liegen hier überall Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Oh, ja, blas mir doch rein. Ich muss ja sagen, wir sind hier auf einem ganz schönen Porno-Drehpanel. Oh. Dann überliegt Stroh, ne? Das, wenn du das sehen könntest, Futuma, das ist richtig Porno, wie der da liegt. Also übertrieben mal wieder. Also ich will es ehrlich gesagt nicht sehen, also. Ey, was machst du? Mein Bett. Ey, ich hab's eingesammelt, okay. Ja, du hast auch meine Maske eingesammelt. Deine Maske, oh, die Batman-Maske. Oh, sexy. Hätte ich vielleicht auch Campfire mitgeben sollen, weil nachts wird es extrem kalt. Willst du nicht wieder haben, die Maske? Die ist auch. Oh, doch, ne, klar, gib her. Ja, warte mal. Ich weiß gar nicht, wie ich glotz mal. Was also genau mache ich denn mit einer Maske? Ich habe noch 13 Fackeln. Was für eine Maske soll ich haben? So eine dekorative Maske? Ja. Ach so, ja, dann Moment. Hätte ich gerne wieder, bitte. Die ist sehr wertvoll. Ja, kannst du Danke haben. Danke sehr. Bitte schön. Die ist aus dem dritten Jahrhundert. Ja, die kostet ganz schön. Die kostet was? Ja. Ja, da habe ich auch so ein Fable für hier. Na ja, gut, wenn du den Wechselkurs betrachtest, ist die vielleicht heute gar nichts mehr wert. Genau, immer schön ruft da, Dude. Immer ruft da. Ey, ich vergesse das immer. Ich sag's euch. Ich vergesse das immer. Warte mal, ich pack mir jetzt den Bogen. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Ich sage, ich bin euch heute allen mental unterlegen. Was, nicht das nur heute, sondern auch immer, aber dennoch. Oh, wollte gerade sagen, du bist uns eigentlich immer mental unterlegen. Ja, das ist schrecklich. Rot. Ja, keine Chance, Junge. Ja. Oh, guck mal, wie mir das Kotlicht hinterherjagt, ja, Leute. Oh. Ich wollte es schon nicht ansprechen. Ja, so viel zum Thema großer Server, ja, ne? Eben. Ich wollte gerade sagen, ihr leckt ein bisschen, gell? Ja, nur ein bisschen. Ein bisschen mehr als sonst. Ich wollte ja ein bisschen. Oh, ist sicher, dass ich größer geworden ist, nicht kleiner? Oh, Mann, ey. Ich glaube, größer Server war gemeint größere Lecks, oder? Ja, irgendwie sowas. Ne, die haben irgendwas an den Servern auch getan. Ich weiß nur nicht, was. Das finde ich ja toll, wenn sie immer einfach mal in den Server rumfuchteln. Ja, die haben da irgendwas getan und haben dann in der E-Mail geschrieben, dass sie die Performance verbessern, aber irgendwie haben sie es verschlechtert, ne? Ja. Vielleicht haben sie es noch vor oder haben sie es irgendwie verschlechtert. Keine Ahnung. Sie haben die Performance verschlechtert, um sie im Nachhinein verbessern zu können. Ach, genau, damit man sieht, jetzt haben wir das besser gemacht. Ja, klar. Das ist wie kurz vor Winterschlussverkauf alles teurer machen und dann wieder billiger machen, damit Leute denken, es ist viel günstiger. Hilfe, Sand, Hilfe, Hilfe. Wo bist du denn? Komm weiter mir, Hilfe. Pass auf, ich bin von Sand angegriffen. Hilfe. Oh, ein wildes Sand greift an. Oh, kommt der noch? Der kommt noch. Oh, der ist unterwegs. Alter. Oh, guck mal, normales Wasser. Gibt's hier auf dem Planeten? Das ist ja der Wahnsinn, wie das Ding hinterher leckt. Hier Tropi ist auf dem Planeten ein bisschen handicap. Hier gibt's irgendwie kein normales Wasser. Ja, doch, ich hab grad normales Wasser gesehen. Normales Wasser. Dann kannst du ja mit dem Tram bauen, dann hast du schon mal dein neues Zuhause. Lass mitnehmen für Tropi. Tropi braucht unter Wasser kein Bett. Nein. Ja, bitte, ja. Nein. Ich Wasserbett? Ich schwebe. Ach, ich schwebe. Ich schwebe. Weil ich immer mal einen Tropi fragen wollte, leicht die eigentlich? Wenn wir Weibchen sind, ja. Ich also nicht. Glaub ich, bin aber wenn du allein gestorben. Bist, alles klar. Nein, wenn man ein Das Hydropi erledigt nur die Deckarbeit. Erleicht nicht. Passiert, Karin, passiert. Was denn geschehen?
Wenn du mit Futuma zusammen rumläufst, dann ist das öfters der Fall. Dass man stirbt. Ja, ja. Okay. Ja, das ist normal bei mir. Ich bin der Death Trigger. Komm irgendwo in ein normales Haus rein, geiles Eis, total unschuldig. Bam, Headshot. Headshot vor ins Knie. Headshot. Irgendwie kommen keine Bäume. Keine Bäume, oder? Ja, aber wir hatten noch eigentlich welche. Warum pflanzen wir die nicht fertig? Ich habe noch einen. Einen habe ich noch. Warum ist ja eigentlich kein Meteorenhagel eigentlich? Ist das so unerträglich haben die das, mit dem Lex? Haben die es wieder runtergenommen mit dem Meteoritenhagel? Wir werden mal sehen. Aber so. Nee, vielleicht haben wir einfach jetzt nochmal ein bisschen Glück. Ja, dann mach doch was dagegen. Ja, ich habe eine Bandage gefressen. Moment. Ja. Muss da noch 5 hintereinander. 20 Gleiter. Das ist auch so voll. Sag ich ja, Anabolika-Nutten. Einfach mal mehr reinschmeißen, als man braucht. Ich habe letztens so eine Kurzdoku über so einen Typen gesehen, der sich ewig viel Anabolika aus dem Internet bestellt hat, das sich selbst gespritzt hat, aber keinen Sport gemacht hat und sich dann gewundert hat, warum er keine Muskeln bekommen hat. Was für ein Trottel, ey. Warum braucht man eigentlich Anabolika, wenn man trotzdem Sport dazu machen muss? Dann kann man doch einfach so Sport machen ohne Anabolika. Nein, Anabolika beschleunigt das ja alles. So. Genau. Macht einen kleinen Puller oder so, ich habe keine Ahnung. Oder hat einen kleinen Puller. Ja, das ist dann so eine Nebenwirkung, ne? Ja, muss man wissen, was also man ich will. Wüsste, also ich würde es jetzt mal nicht damit verantworten, dass ich auf einmal einen kleineren Puller hätte, wenn ich Anabolika. Ja gut, bei mir wäre es jetzt nicht schädlich. Also wenn da 30 cm weg sind, dann habe ich immer noch genug. Ja, ja. Das ist immer noch 1,5 Meter, wa? So von daher, ja, ich ohne Flachs, das ist schon lästig. Also wenn die Eichel immer im kalten Wasser hängt im Klo, das ist übertrieben. Alter! Nee, das ist kleiner Joke am Rande. Keiner taucht am Rande, aber ist so, ne? Das sind ja wieder so die Details für die kleinen Fangirls da draußen, die gerade zuschauen. Das wird super Fanfiction irgendwann mal. Ja. Das ist halt ein bisschen Fanservice, wo wir hier leisten. Wir müssen auch später alle hier nackt durch die Kamera laufen. Alter Schwede, ohne Scheiß, was ist hier los? Ja, ich glaube, ich muss mal Zap-Hosting anrufen. Boah. Ja, mach mal bitte. Dass die den Server irgendwie, ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Ja, schlimm. Unerträglich. Die laden gar nicht wieder Porns runter. Alter Schwede. Also Spaß ist was anderes. Langs jetzt nicht total am Gameplay hindert. Dornen. Naja, ein Baum. Oh, tut mir leid. Macht nix. Alles gut. Ja, setz die Bäume immer wieder neu, am besten in der Nähe der Basis. Ja, da wo wir immer im Schein sind und immer die Touristen haben. Nein, nicht an die Dornen. Achso, verstehe. Ja, also ich baue die Dornen schnell ab. Alter, das ist lustig an, wie der Karren daneben mir rumquietscht als Roboter. Ja, was genau mache ich denn, wenn ich vergiftet bin? Da frisst der Bandage und hält's einfach aus. Und genau. Suchst den grünen Teich und springst drin und immer wieder. Genau, man muss Gift mit. Solange bis du aufhörst zu giften. Setzling, ganz viele Setzlinge. Ist aber man fragt, wie kann ein Roboter eigentlich vergiftet werden? Ja, wie kann ein Roboter ertrinken? Wie kann ein Roboter ertrinken? Da kommt Wasser in die Scheißkreise, also. Das ist schlecht. Da Wasser in die Scheißkreise kommt, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass der nicht mehr das Sonnen sieht. Flüssigkeit ist so Gift anscheinend hier auch, oder nicht? Voll in das Säurebad rein. Nee, nicht in die Säure. Andersrum! Ja, ja, ich. Nee, ich kann das nicht. Macht ihr das lieber? Alles wisst ihr, was jetzt noch geiler wäre, dass man auch trinken müsste? Ja. Gift oder was? Also ich meine, Gift habe ich jetzt eine Menge gesoffen. Entschuldigung. Merkt man. Oh Gott, ich habe gelbe Hydrobis gefunden. Gelbe Hydrobis? Lass uns sie töten. Das sind Shinies. Au. Oh. Lass uns sie töten, ich hasse Hydrobis. Die fange ich jetzt und verkaufe sie ganz teuer an Sushumaru, damit er sie in seinem Let's Play zeigen kann. Oh, clever. Schon wieder irgendjemand, den ich nicht kenne. Ich bin dafür, wir machen jetzt Werbung für Ludio 92. Ja. Ohne Scheiß, den müssen wir verlinken, meine Freunde. Der gepflegteste von allen. Ja, und der netteste auch vor allem, ne? Also der ist ja auch super cool. Ich wünsche wenigstens noch ein schönes weiteres Leben. Ja. Das geilste ist ja eine gute Besserung. Ja. Aber ein schönes weiteres Leben, so weißt du? Wahnsinn. So, nach dem Motto, wir sehen uns nie wieder. Guck mich nicht mehr, ich bin so hässlich. Ey, ne, Truppe. Du hast ja mit Kummersaufen an Silvester angerechnet, also. Wir müssen uns aber jetzt nicht drauf aufgehen, nur weil wir die hübschesten sind auf YouTube, ne? Oh, eine Stonehoe. Ich sag mal so, User, ich weiß ja nicht, wie du aussiehst, ne? Ich kann nicht erstmal nicht dazu zählen. Kommt demnächst. Zu den hübschesten YouTubern Deutschlands. Weltweit. YouTuber? Mit deiner Haarbrachkeit gerade noch mitziehen. Das ist auch nicht schwer.
Das ist absolut nicht schwer. Ich könnte sie wieder Metal lang wachsen lassen, dann habe ich wieder so eine Headbanger-Mähne. Oh Gott, Gift. Ja, Gift. Immer schön in die Richtung abbauen, ihr Lappen, Alter. Du hast doch mitgebaut, du Lappen. Nein, das aber Gift, von der anderen Seite. Drauf zubauen. Aber gegen zwei von eurem Blödheit kann ich nun mal nicht an, ne, bestehen. Ja, wenn einer mal gerade irgendwie intelligent rüberkommt, dann kläre ich das der andere wieder aus. Warum fällt der Baum nicht? Hallo? Ja, ah, jetzt weil, ne? Oh, bei Server und das so. Müsstet ihr sehen. Vermutlich so schnell, dass er sich automatisch wieder aufbaut. Alter, das leckt ja so übertrieben. Das macht ja gar keinen Spaß mehr hier. Wahnsinn. Oh, ein Haus. Dann rufen wir an und dann mal sehen. Ja, nee. Anrufen geht nur bis 21 Uhr. Achso, ich noch eine Maske. Wir haben jetzt eine Aufnahme. Vogel. Also ist er quasi erst 20.15 Uhr jetzt, oder nicht? Ah, ja, also könnte er dann. Also es ist halb. Ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade auch. Leute, ich bin so verpeilt. Ich bin so übertrieben. Ja, wie gesagt, noch 4 Minuten machen wir jetzt in Ruhe und dann. Genau, also dann. Der Dude hier, der ist ja schon mit dem Gedanken irgendwo im Feierabend. Nee, also. ich bin, um ehrlich zu sein, haben wir uns heute einen Welpen gekauft. Beziehungsweise haben wir den heute abgeholt. Ja, wir haben den heute geholt. Bitte dann Foto hier rein editieren. Echt? Und ja. Der ist jetzt gerade am Jaulen, weil er wahrscheinlich Pipi muss. Deswegen müssen wir gleich hier... soll er doch pinkeln? Nee, um Gottes Willen. Also, ich soll mir jetzt nicht die Bude voll pinkeln, dass wir jetzt... Aber das ist erwartet. Ja kein Problem. Nee, der arme du kannst aber auch von mir aus gern ein paar Minuten irgendwo in die Ecke stehen und AFK bleiben, aber dann ist die Aufnahmezeit nachher zu lang. Ja, das wär's, ne, das wär's. Ja, ist ja kein Stress. Nee, kein Stress, Freunde, kein Stress, wir haben ja Zeit ohne Ende, ne, also so von daher. Ah, genau. Immer schön. Ach ja, kleine Änderung, wir machen die Part jetzt ungefähr nur noch 15 Minuten lang, damit wir auf mehr Parts kommen. Ein bisschen clever, mathematisches nicht? Genie. Ja, clever, ne? 15 Minuten und so, ne? Das heißt, alle drei Folgen haben wir eine Folge mehr raus quasi. Korrekt. So sieht's aus. Und dann Perfekt. Könnt ihr uns mehr beim Dünnschiss zugucken. Oh, ekelhaft. Ja, okay. Klar, so richtig schön aggressiven Spritzdurchfall, das guckt sich jeder gerne an. So richtig schön das komplette Klo voll gesprenkelt. Ekelhaft. Ja, klar. Ein bisschen. Das ist massig Kupfer. Dünger, natürlicher Dünger. Ich würde mich hier als Floran drüber freuen. Scheiß mir ins Gesicht. Nein. Nein. Bleib mich kurz überlegen, nein. Das heißt, du stehst auf Face-Sitting. Baby? Alter, Face-Shitting, meinst du? Wie ist... Boah, Alter, seid ihr fies. Deepbacken ist aber auch so eine schöne Sache. Was bitte? Deepbacken. Ja. Wundervoll. Darum bin ich ja so scheiße in EU-Shooter. Ich lasse mich absichtlich abknallen, mit dem ich T-Backen können. T-Backen? Ist das sowas wie Deep-Throaten? Nein. Oder verwechselst du was? Da verwechselst du was. Okay, ich bin ja in einer ganz anderen Welt aufgewachsen als Sims. Ihr, deswegen... Ja. Du bist doch der hier mit den grünen Zahlen rumspringt, ne? Unter anderem, ja. Immer weitermachen, sieht gut aus. Haben wir eigentlich schon eine erfolgreiche Holzernte eingefahren da oben? So, Moment. Nee, wieso? Ich frag nur. Das sein können, dass ihr da oben was Produktives macht. Nee, wir bauen uns mal gegenseitig die ganze Zeit ein und ja, dann bauen wir halt wieder ab und dann wieder ein und dann wieder ab. Und das passiert, ein. Wenn man drei Leute auf Holz holen Missionen steht. Ey, was machst du da? Ich will das ganze Holz einsacken hier. Ah, und das deswegen. Kupfer. Deswegen bist du so gemein zu uns. Du willst machen erstmal die Aggro. Gefallen ihm die im Rücken? Nein. Ihr da so schadenfreudig, die Schlacht, die Sau. Alter, aber die lecken so hart. Ja, die tun mir nicht mal was. Die können gar nichts, ja, eben. Mann! Ey, das Fleisch. Fleisch. Toter Dude gleich. Ja, ach stimmt, du wärst übrigens der Nächste, der mit einem Equipment bauen dran ist. Yay! Nice. Endlich. Ich würde ja sagen, meine Geräusche und danach könnt ihr euch... Nee, warte mal ganz kurz. 1, 2, 3. Komm, ich spiel Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, deine Mutter spielt Schnick, Schnack, Schnuck. Nein, meine Mutter kann das nicht. Dann kämpfe ich und dann kämpft der unterm. Das Spiel ist einfach zu komplex für meine Mutter. Ach so, okay. Ja. Ja, das erklärt so einiges. Wie die Mutter, so der Sohn. Schau, genau so. Ja, Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Richtig. Vom Pferd. Das auch, oder? Also, ich finde ja den Sonic eigentlich ein bisschen unterhaltsam. Ich habe aufgehört, irgendwo zu meinen und trotzdem fällt dann auch der Spähen runter, wenn ich mich davon bewege. Ich habe gestern ein Let's Play von Nether aufgenommen, wenn ich das was sagt. Nether. Das ist so ein Survival, so wie DayZ, bloß halt ohne Zombies, sondern mit so Monstern, die sich rumteleportieren können. Ach, und Zombies ist langweilig. Ich kenne nur den Nether in Minecraft. Ja, genau. Alter.
Ich habe gelabert wie ein Wasserfall. Ist unglaublich. Wie ein Wasser? Das ist, doch nichts Neues. Hydropi, na hallo. Ja, ja. Hydropumpe, ja, jetzt sofort. Hydropi hat mir gerade das Bein weggefressen. Passiert. Und? Nichts. Und? Noch dran. Das Bett kommt mit. Hey, hier liegt Fleisch, das müsst ihr mitnehmen. Es leckt, leckt sich in mein Inventar. Herrlich. Christian-Inventar. Ja. Oh, der war knapp. Mhm. Wir haben übrigens die Hälfte schon umrundet. Ich habe Futuma schon auf rechte Seite, Nadel und so. Sehr gut, sehr gut. Ach, hier ist der Futuma. Ach, sind wir schon wieder da, oder was? Ich bin gerade gestorben, hab ich doch gesagt. Ein paar Meter. Oh, so, du bist gestorben. Okay. So, Leute, ich würde jetzt mal sagen, es ist Zeit. Ich rufe jetzt erstmal bei Zap-Hosting an, um jetzt hier diese Leck-Sache unter Kontrolle zu bringen. Sollen wir uns dann erstmal auslocken, ja, oder? Dann beam du dich zumindest erstmal zurück. Jetzt ist wieder flüssig, was ist denn da los? Sollen wir nicht einfach jetzt hier unterbrechen, so wie letztes Mal auch einfach? Ja, aber man muss ja trotzdem schön sagen, dass wir wunderschön unterbrechen oder so. So eine wunderschöne Unterbrechung. Genau. Erbrochen. Und ich vergesse mal Ludio 92 vorbeischauen. Richtig. Feedback da. Genau, richtig. Also Ludio 92, der wird auf jeden Fall verlinkt. Ganz, ganz, ganz geiler Kanal. Auf jeden Fall angucken. Ja. Ja. Genau, richtig. Das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon. Bis dann und tschüss. Tschüss. Haut rein.